Hi, das sind wir und willkommen zurück. Und heute geht es zur Nordschleife. Wir fahren GT4, GT3, AMG GTR. Aber zuvor noch würde ich sagen, nutzen noch mal die letzten Momente, um ein paar wunderschöne Bilder mit dem GT4 und dem SVJ zu machen. Ist ja immer wieder surreal, ist das Auto anzuschauen. In Viola Pacify, einer von 800 SVJ Roadsters. Vor zwei Tagen waren wir damit noch am Nürburgring. Das Video verlinke ich euch auch mal oben. Das war ein absolut epischer Roadtrip. Damit wir alles jetzt hinbekommen, heißt es jetzt erstmal wildes Ausgeparke. Es geht hoch. Geilo. Nummer 1 steht oben. Fahren wir direkt mit dem Lift wieder runter. Platz gemacht. Jetzt geht's weiter mit dem Bullen. Stell dir mal vor, du kommst hin und dann öffnest du ihn. Jetzt wird's wild. Jawohl, dann würde ich sagen, tanken wir den GT4 voll, machen ihn sauber und der Yannick hat schon eine gute Location gefunden, wo wir ein paar geile Bilder machen können und danach werden wir wahrscheinlich sogar spontan nochmal zur Nordschleife fahren. Ich denke, da haben wir was Cooles gefunden. Hier noch mit einer wunderschönen Sicht auf die Luxemburger Wälder. Ja, ist schon Wahnsinn, wie anders beide Farben tatsächlich in der Sonne wirken. Gerade bei Kreide bin ich immer sehr erstaunt. Im Sonnenschein, da strahlt die richtig, obwohl es grau ist. Die Farbe strahlt und das finde ich so geil. Und natürlich, klar, beim Viola Pacify, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Diese Farbe ist einfach nur bildschön. Die strahlt hier in der Sonne, ne? Überall das Funkeln. Wunderschön. Innen drin, wenn wir mal aufmachen. Ah, wieder ein Highlight, die Scherentüren des Aventador. Direkter Blick auf das Carbon des Monocoques. Innen drin die Komfortsitze, wir haben ebenfalls hier Carbon. Mit den lilanen Stitching, das ist tatsächlich ein One-Off-Innenraum. Ne? Das ist halt auch ein krasser Hingucker, wenn das Auto vor dir auf der Straße fährt. Das sieht so surreal aus und dann das Geheule des V12s. Endgeil. Ich glaube, das Ergebnis ist ganz geil geworden. Und jetzt nutze ich nochmal die letzte Gelegenheit, den Aventador zu starten, würde ich sagen. Tür zu. Zack. Und dann hier der magische Knopf, Fuß auf die Bremse. Zack. Und Action. Oh. Für mich einer der besten Anlasser-Sounds überhaupt. Wir machen das einfach direkt nochmal. Machen wir Motor aus. Hört euch diesen Anlasser an. Oh. Das klingt so dermaßen endgeil. Und auch wie beim GT4 hört man total dieses Unterdruck-Drosselklappen-Geräusch. Boah, klingt das wild. Meine Güte, da wackelt auch das ganze Auto. Junge, ist das krass. Boah, ist das krass. Meine Güte, das müssen wir nochmal von hinten filmen. Moment. 770 Sauger PS, 6,5 Liter V12, herrlich. Ja, jetzt fahren wir das Auto wieder zurück und dann fahren wir uns auf die Autobahn. Aventador wieder sicher abgestellt und der SLS fährt auf den Lift. So, jetzt sind wir wieder an der Raststätte. Jetzt waren wir gerade noch mit zwei Jungs und dann geht es noch voll die Strecke hoch zum Ring. Da ist schon Kandidat Nummer 1 da in seinem 9&2 GT3 ebenfalls in Kreide. Und Nummer 2, der AMG GTR. Jetzt die Truppe komplett und ab geht's. Und Vollgas auf der Autobahn. Wir sind angekommen am Touristenfahrerparkplatz am Devil's Diner. Wir haben jetzt Gott sei Dank noch den Parkplatz gefunden für erstmal. Ah, hier wunderschöner Golf, da hinten GT3 RS in Lava Orange. Überall verrückte Leute, fleißig am Fahren. Und ein weiterer wunderschöner GT3 RS. Dieser Vibe hier oben ist halt einfach nur unfassbar geil. Ich freue mich so sehr, wieder hier zu sein und hoffentlich auch gleich noch eine Runde zu fahren. Die Jungs versuchen jetzt auch noch mal einen Parkplatz zu bekommen da hinten. Oh wow, wunderschön. 600 LT, 992 Turbo und der 675 LT. Dieses Auto, ne? Oh, ist das geil. Und hier die AMG GTR Pros. Mächtig, oder? Aber bevor es losgeht, würde ich sagen, lass mal noch ein bisschen Luft ab. Ich würde sagen, wir machen mal so 2-0. So, das sollte passen für hinten. Alle Reifen sind ready.
Somit würde ich sagen, starten wir. Oh, ein Spider in Miami Blue, einfach wunderschön. Hier noch ein weiterer 992 GT3. Überall, wohin man schaut, traumhafte Autos. Da haben wir wieder den 600 LT und Nico in seinem wunderschönen 992 GT3. Okay, das war jetzt eine ganz spontane Nummer. Ehe ich mich so sehe, bin ich direkt in Nikos GT3 und wir drehen jetzt eine Runde. Oh, das ist nochmal eine ganz andere Nummer zum GT4. Oh, wow. Obwohl die Reifen wieder kalt sind. Hoppa. Schon echt fliegen lassen, dann auch mit dem GT3. Also wie gesagt, das ist noch ein ganz anderes Level an Grip im Vergleich zum GT4 oder 991. Diese Vorderachse im Allgemeinen. Oh, da auch wunderschöner GT4 MR. In schwarz. Oh, ultra cool. Also ich würde sagen, jetzt nutzen wir aber die Gelegenheit und fahren eine Runde. Es wird auf jeden Fall nichts Wildes. Die erste Runde nach 4 Monaten. Mal die Reifen an. Ja, man sieht, die sind mittlerweile wirklich fertig. Aber haben gut Temperatur bekommen. Bremse sieht natürlich auch alles zacko aus. Das ist ja alles ein Witz eigentlich für die Bremse. Das Kennzeichen liegt da oben. Ich hatte ein ganz freundliches Gespräch mit dem Herrn da vorne. Eigentlich wollte ich gerade hinter ihm. Er so, ah komm, fährst du mal eine Runde, aber dann schaust du, dass du da hinbekommst. Ne? Geile Leute, überall. Ne? Da haben wir wieder den Olli. Jawohl. Wunderschön, 992 GT3 in GT Silber. So, jetzt haben wir uns gegenseitig verabschiedet. Der GT3 verlässt uns schon. Olli fährt jetzt auch gleich weg. Aber ich würde sagen, wir nutzen noch die Gelegenheit, eine Runde im AMG GTR mitzufahren. Das ist jetzt auch für mich das allererste Mal. Wir sind ja bereits mal AMG GTC gefahren. Aber mich würde wirklich mal der Unterschied interessieren vom GTC zum GTR, wie er da steht. Ne? In schwarz, auch super ausgestattet das Auto. Jawohl, 4 Liter Sound. Nämlich bei mir überall das Carbon-Paket 1 und 2, die Schmiederäder, die Keramikbremse, hier überall Carbon, innen drin das große Burmester-System. Alles am Start, das ist einfach nur bombenmäßig. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie es sich anfühlt. Das ist halt schon cool, ne? Ja, man spürt sie jetzt schon jeden Tag, denke ich, ne? Also Power ist auf jeden Fall da. Wie beim SLS halt, dieses Gefühl mit der langen Haube. Super geil. Wir haben ja auch den Facelift, bedeutet Display Tower, das neue Lenkrad, das neue Infotainment-System und dann hier unten quasi jetzt diese Display-Knöpfe, die man dann auch noch einstellen kann. Ja, hier mit der aktiven Aerodynamik etc. ist schon cool. Junge, 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 hat das Ding Power. Ich bin super erstaunt, wie leicht für sich die Kuh sich anfühlt, ne? Mit den Cup 2, klar, natürlich auch breite Reifen, aber trotzdem, boah, das hier, das ist wirklich... Weil er wiegt ja deutlich mehr als so ein 911er oder als so ein GT4. Aber Wahnsinn, also es ist wirklich krass. So,
Also jetzt schon mal Wahnsinnserfahrung. Also Hut ab, er fühlt sich deutlich leichter an und auch, muss ich ehrlich sagen, besser an, als ich dachte. Das ist schon wirklich, und diese Optik, ne, das ist ein Vieh, das ist ja unfassbar, mega geil. Ja, das würde ich sagen, machen wir mal Fahrradtausch. Dann schaue ich mal, wie er sich anfühlt. Geile Erfahrung, wir sind wieder zurück. Jetzt schauen wir mal, dass wir Tape bekommen, um das Kennzeichen vorne festzumachen, damit wir noch ein paar Runden heute hinbekommen. Ah, auf Apex ist Verlass. Jetzt machen wir es vorne fest. So, ich denke, das sollte halten. Sieht natürlich alles andere als schön aus, aber mein Gott, reicht ja nur, um jetzt ein bisschen zu fahren und nach Hause zu kommen. Gehen wir das wieder ab und dann geht's auf die Strecke. Hatte ich gerade noch ein super cooles Gespräch mit dem Thilo und seinem GT4 MR. Hab viele Videos von ihm gesehen, das hat mich jetzt besonders gefreut, ihn jetzt endlich mal persönlich kennenzulernen. Das Auto hat den kompletten MR-Umbau, ebenfalls mit der Carbonhaube, dann vom GT4 RS die Bremsenkühlung angebaut, die BBS Forged Felgen und ebenfalls PCCBs. Er hatte eine lange Zeit auch Cup R drauf, wo er gemeint hat, wirklich vom anderen Stern, aber halten halt nicht lange. Ja, schon wirklich verrückt. Ja, ebenfalls Mantel-Paket natürlich das Fahrwerk, dass der Spoiler noch mal ein bisschen schräger ist, also quasi andere Adapterplatten, die Gurney Flap unten dran. Und noch ein paar Luftleitbleche unten dran, dann natürlich den erweiterten Bügel, das volle Paket ebenfalls, aber Pedica. Und ja, mega cool zu sehen, halt auch mal der Unterschied an Sturz, ne? Aber gerade noch quasi den Seriensturz fahren im Vergleich zu ihm, das ist halt wirklich eine ganz andere Nummer. Und ja, geil hier, GT3 RS in Kreide. Alex Hart ist ebenfalls noch da, gerade mit seinem Daily, ist auch noch schön gequatscht. Und das ist, was ich hier so an diesem Ring liebe. Man trifft überall Leute, überall die Nordschleife-Verrückte, die man auch vom Internet kennt. Und man connectet sich hier, man hat Spaß, man wiped einfach, ne? Oh wow, ein Dallara. Das ist auch das erste Mal, dass ich so einen Teil sehe. So, jetzt geht's aber final nach Hause. Der Tank ist wieder voll. Perfekto. Ja, da muss jetzt nochmal messen. Und dann war's das. Ja, jetzt komme ich erstmal an. Wir haben jetzt 21.21 Uhr. Oh, jetzt geht's nach oben. Ich ruhe mich ein bisschen aus. Bin ziemlich am Ende auch, muss ich sagen. Und damit endet auch dieses Video. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen, damit wir all das noch weiter wachsen lassen können. Wie immer hoffe ich sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao.